Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wasser, Strom, Nahverkehr hat das Bürgertum um die Wende zum 20. Jahrhundert in die eigenen Hände genommen, um sich frei zu machen von den feudalen Strukturen und Fesseln, um über städtische Geschicke selbst bestimmen zu können. Das war die politische Grundlage kommunaler Selbstverwaltung. Die kommunale Infrastruktur sollte wirtschaftliche Entwicklung ermöglichen, die Wasserwirtschaft insbesondere ein lebenswichtiges Gut bereitstellen und Hygiene und Gesundheit in der Stadt sichern. Später dann, in der Weimarer Republik, als die Arbeiterbewegung ihre demokratische Beteiligung erkämpft hatte, kam sozialer Ausgleich, Umverteilung und Solidarität als die Kommunalwirtschaft tragende Aspekte hinzu. Und ja, auch die Möglichkeit, die waren ja an der kurzen zentralstaatlichen Leine, zusätzliche Einnahmen zu generieren, auch das war ein Aspekt kommunaler Wirtschaft. Aber längst nicht der wichtigste, im Mittelpunkt stand die selbstbestimmte Erledigung gemeinschaftlicher Aufgaben. Meine Damen und Herren, die schwarz-rote Koalition, nicht Herr Wolf, niemand sonst, die schwarz-rote Koalition hat 1999 die Berliner Wasserbetriebe teilprivatisiert. RWE und Vivendi erhielten die Regie über das Unternehmen, Berlin kassierte brutto 3,4 Milliarden D-Mark. Die abgeschlossenen Verträge verpflichteten Berlin notfalls zum Ausgleich, falls eine fest definierte Gewinnerwartung der privaten Konzerne nicht befriedigt werden konnte, womit Berlin in eine Erpressungssituation gebracht wurde. Entweder die Kohle kommt über die Wasserpreise herein oder der Landeshaushalt muss herhalten. Das ist genau das Gegenteil dessen, was sich das Bürgertum und die Arbeiterbewegung an emanzipatorischen Freiräumen erkämpft hatten. Maßgeblich für die unternehmerische Strategie wurde eine vorgegebene Renditezielmarge als Machtverhältnis vertraglich festgelegt. Unter Schwarz-Rot, Herr Melzer, verkaufte Berlin sein Recht auf politische Gestaltung der Wasserpreise und sein Recht, die Strategie seiner kommunalen Wasserver- und Abwasserentsorgung demokratisch zu definieren. Das ist der Grund, warum wir 1999 gegen diese Teilprivatisierung gekämpft haben, als Sie sie durchgeführt haben, meine Damen und Herren. Verkauft wurde die Entscheidungsbefugnis über Investitionen, über Flächennutzung und Verwaltung, über Forschung, Entwicklung, Nachhaltigkeit und Zukunftsplanung und über die Chance der Berlinerinnen und Berliner, Mitbestimmung, Transparenz und Bürgerbeteiligung an der Wasserwirtschaft unserer Stadt politisch festzulegen. Frei von Zwängen und frei von der Herrschaft Dritter, etwa irgendwelcher Konzerne. Meine Damen und Herren, wir müssen jetzt eine Frage beantworten. Geht die Koalition mit der heutigen Rückkaufentscheidung einen Schritt in die Richtung, den 1999er Sündenfall rückgängig zu machen? Darum geht es. Und dafür gibt es genau zwei entscheidende Kriterien. Der erste ist, stimmt der Kaufpreis und wer zahlt für den Rückkauf? Wie werden die Wasserpreise zukünftig gestaltet? Das zweite ist, sind die Berliner Wasserbetriebe nach diesem Deal demokratischer, transparenter und wirklich kommunal? Oder sollen sie es werden? Können wir als Berlinerinnen und Berliner darüber jetzt wieder selbst verfügen? Oder können wir es zumindest in einer absehbaren zeitlichen Perspektive? Zum ersten Aspekt, Kaufpreis und Refinanzierung. Analysten sehen den Unternehmenswert deutlich unter dem Kaufpreis. Nun sind eine Reihe von Altlasten mit eingepreist, weshalb hier eine Summe von ca. 650 Millionen Euro brutto in Rede steht. Diese Summe, so die Koalition, so der Finanzsenator, soll aus den Einnahmen refinanziert werden, die zukünftig auf den RWE-Anteil für Berlin entfallen sollen. Aus sich selbst heraus, künstliche Geldvermehrung. Nein, nein, da stecken ja Leute dahinter, die dafür bezahlen müssen. Und Fakt ist, sie wollen allein den Wasserkunden den Rückkauf in Rechnung stellen. Und damit die das dann schlucken, erklären sie in ihrer Entschließung die Absicht, die Wasserkunden pauschal um 60 Millionen Euro pro Jahr zu entlasten. Irgendwann 2013 oder 2014. Dazu sagen wir als Linke, bisher ist überhaupt nicht klar, woher diese 60 Millionen Euro stammen sollen. Herr Ströter, aus dem aktuellen Haushalt offenbar nicht, sonst könnten Sie heute Ihre Entschließung nicht verabschieden, sondern Sie müssten sie erstmal in den Hauptausschuss überweisen. Sie sagen, der Senat und insbesondere seine Vertreter im Aufsichtsrat der Wasserbetriebe sind aufgefordert, dies in ihrer Verantwortung und in den jeweiligen Gremien sicherzustellen. Sie sagen, das soll durch Gewinnverzicht geschehen. Ja, meine Damen und Herren, nun verhandelt der Senat schon seit Monaten, ohne dass Veolia hierzu offenbar bereit ist. Geht das Risiko des Scheiterns jetzt ausschließlich zulasten des Landeshaushalts? Oder wo soll das Geld herkommen? Sie werden es nicht auf den Tisch legen. Ihre Antwort? Sie haben keine.
Damit ist das doch ganz offensichtlich ein ungedeckter Scheck, den Sie heute ausstellen, Herr Ströter. Und Herr Melzer, Klarheit, Entschiedenheit, Entschlossenheit, hinter den Phrasen verbirgt sich eine Realität. Sie können nicht sagen, woher die 60 Millionen Euro kommen sollen. Sie können es nicht sagen. Meine Damen und Herren, nun wissen wir, dass der Berliner Wasserpreis sowohl in Bezug auf Frischwasser als auch in Bezug auf Abwasser erheblich zu hoch ist. Das sagt uns das Bundeskartellamt, das der linke Wirtschaftssenator 2010 eingeschaltet hat. Und wir kennen auch den Grund, weil die Gewinngarantien, die Sie 99 den Konzern gegeben haben, die kalkulatorischen Kosten und damit den Preis hochtreiben. Der Senat sagt, der Kaufpreis sei refinanzierbar, auch wenn die Kartellamtsverfügung umgesetzt würde. Wir als Linke sagen, Ihre angekündigte Preissenkung, wo ja noch völlig unklar ist, wo die herkommen soll, bleibt ja sogar noch hinter dem zurück, was das Bundeskartellamt allein für die Trinkwasserkalkulation verlangt. Und über die Abwasserkosten verlieren Sie kein einziges Wort. Kein einziges. Wenn Sie aber anerkennen, und der Herr Ströter hat das ja zumindest getan, wenn Sie anerkennen, dass das Trinkwasser zu teuer ist, dann müssen Sie das auch für den Abwasserpreis anerkennen. Beide wären nach den gleichen Kriterien kalkuliert, erhebliche Gewinne inbegriffen. Und dann wäre das doch aber das Mindeste, was Sie den Berlinerinnen und Berlinern jetzt geben müssten, dass Sie diese Preisüberhöhung vollständig beenden, damit die Berlinerinnen und Berliner nicht weiter für die Gewinne Berlins und Veolias zahlen müssten. Sie müssten also um das Zwei- oder Dreifache dessen entlastet werden, was Sie Ihnen jetzt für 2013 und 2014 in Aussicht gestellt haben. Meine Damen und Herren von der Koalition, Sie haben ein zentrales politisches und rechnerisches Problem, um das Sie sich herumdrücken. Ganz offenbar lässt sich der Rückkauf zum Kaufpreis nicht vollständig aus dem RWE-Anteil refinanzieren, wenn Sie die Maßstäbe des Kartellamts für die Kalkulation des Frischwasser- und des Abwasseranteils am Wasserpreis zugrunde legen. Jedenfalls geht das nicht haushaltsneutral, wie Sie es vorhaben. Und deshalb sagen wir als Linke, die Koalition muss jetzt hier schon mal klar machen, wer für die Altlasten und politischen Fehlentscheidungen gerade stehen soll. Sie können doch nicht ein zweites Mal ausschließlich die Wasserkunden die Zeche bezahlen lassen. Und Herr Melzer, Sie können doch nicht ernsthaft erzählen, die Wasserkunden merken den Rückkauf im Portemonnaie, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie jeden Cent dieses Rückkaufs auf Heller und Pfennig bezahlen müssen. Das ist doch Rosttäuschung. Damit belügen Sie doch die Berlinerinnen und Berliner, das ist doch ganz klar. Die Kosten aus dem Schiedsverfahren beispielsweise, das sind Altlasten, die müssen im Landeshaushalt abgebildet werden. Das ist doch das Mindeste, was den Berlinerinnen und Berlinern zusteht. Wasser müssen wir alle zahlen. Steuern zahlen diejenigen, die über das entsprechende Einkommen verfügen. Und deshalb ist es nicht egal, wie Sie den Rückkauf refinanzieren wollen. Und es ist auch kein Erfolg, wenn Sie behaupten, dass Sie das haushaltsneutral hinbekommen. Dabei geht es nämlich um eine soziale Frage ersten Ranges. Ob Hartz-IV-Bezieher oder Millionär, alle zahlen das mit. Das ist sozial unverantwortbar. Da können Sie erzählen, was Sie wollen. Und der VDGN und diejenigen, die in den Siedlungsgebieten für das Wasservolksbegehren gestimmt haben und die Aktivistinnen und die Aktivisten, die sagen völlig zu Recht Nein zu diesem Spielchen. Nein, denn der Rückkauf kommt im Portemonnaie an, und zwar im Portemonnaie der Wasserkunden. Die Linke ist der Ansicht, dass die vollständige Refinanzierung des Rückkaufs durch die Wasserkunden inakzeptabel ist. Und dass die doch auch Harald Wolf ist der Auffassung. Und dass die vollständige Refinanzierung des Rückkaufs über die Wasserpreise für die Berlinerinnen und Berliner trockenes Brot bedeutet, wo ihnen Kuchen zustünde. Die Vorschläge der Linken, die gesetzlichen Kalkulationsgrundlagen zu ändern und die Spielräume zur Wasserpreisdämpfung endlich zu nutzen, liegen auf dem Tisch. Sie müssen als Koalition Farbe bekennen. Wollen Sie langfristig sicher die Preise senken, dann müssen Sie die Kalkulationsgrundlagen im Berliner Betriebegesetz ändern. Ich kenne kein Gesetzesvorhaben der Koalition, was das vorsieht, wie Sie die Wasserpreise senken wollen und zu wessen Lasten das gehen soll. Schon deshalb müssen wir das Vermögensgeschäft und auch Ihre Entschließung heute ablehnen. Beide werfen viel mehr Fragen auf, als Sie bisher beantwortet haben. Sie setzen die Preisüberhöhung fort, statt sie zu beenden. Und Sie kündigen Wasserpreissenkungen an, ohne zu erklären, wie Sie das bewerkstelligen wollen, ohne dass es zulasten der Beschäftigten der BWB oder zulasten der Leistungsfähigkeit des Unternehmens geht. Da können Sie hier heute Bekenntnisse beschließen, so viel Sie wollen. Kriegen die Berliner also tatsächlich im Sinne der eingangs beschriebenen Tradition der Kommunalwirtschaft ihr Wasser zurück? Nein. Berlin bekommt heute ein Stück BWB zurück, aber die Berlinerinnen und Berliner bekommen mitnichten ihr Wasser zurück.
Berlin braucht ein vollständig demokratisch kontrolliertes Wasserwirtschaftsunternehmen, um unabhängig von Rendite und Gewinngarantien über eine ökologisch wichtige, über eine sozial entscheidende Ressource entscheiden zu können. Es geht um die Frage, zum Ende kommen, Herr Kollege. Es geht um die Frage, wer in 5 oder 10 oder in 20 Jahren in welcher Weise auf die Lebensadern der Stadt Einfluss nehmen kann. CDU, Heilmann, Graf, Garma, Sie alle haben gesagt, behalten wir bloß Veolia hier, die sind doch so gut zu uns. Das ist nicht die Rekommunalisierung, liebe SPD, für die wir Ihnen unsere Zustimmung geben können. Das lehnen wir ab.